das geschehen soll, darüber informieren Sie jetzt nacheinander der bayerische Innenminister, der Vorsitzende des Bayerischen Städtetages, der Vorsitzende des Bayerischen Gemeindetages und anschließend Landrat Kramersen. Bitte schön, Herr Minister. Als So, grüß Gott, meine Damen und Herren. Wir haben stark steigende Flüchtlingszahlen und das hat mittelfristig auf jeden Fall Auswirkungen auf unsere Wohnungsmärkte. Man sieht, dass bis Ende Juli bereits 47.000 neue Asylbewerber nach Bayern gekommen sind in den ersten 7 Monaten des Jahres. Mit einem, denke ich, allein die quantitative Herausforderung dieses Problems deutlich. Da kommen, sind einige darunter, bekanntermaßen. Da beschäftigen wir uns mit anderen Teilen der aktuellen Asyldiskussion damit, die keinen echten Asylgrund haben und deshalb unser Land wieder verlassen müssen. Aber wir gehen davon aus, dass aufgrund der Bescheide des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge mindestens ein Drittel der Antragsteller hier bleiben dürfen. Sie werden anerkannt als Asylberechtigte oder Flüchtlinge. Und diese Flüchtlinge, die unseres Schutzes bedürfen und diesen erhalten, sind uns auch willkommen. Wir müssen sie schnellstmöglich integrieren. Und für uns bedeutet dies zugleich die Herausforderung, diese anerkannten Flüchtlinge dann auch mit Wohnraum zu versorgen. Das muss nicht gleich der bestausgestattete Neubau sein. Es reicht im wahrsten Sinne des Wortes ein Dach über den Kopf. Aber wir wissen auch, dass gerade im einfachen, preisgünstigen Segment von Wohnungen sich die Nachfrage an den Wohnungsmärkten ohnehin weit über dem Angebot bewegt und wir hier ohnehin schon, darüber hatte ich wiederholt ja gesprochen, einen großen Bedarf an mehr Wohnungsbau haben. Wir haben dafür bisher schon sehr viel getan. Sie finden die Zahlen in Ihren Unterlagen. Angesichts der schwierigen Situation auf den bayerischen Wohnungsmärkten und dem anhaltenden Zustrom an Flüchtlingen müssen wir aber die bisherigen Anstrengungen noch weiter verstärken. Wir haben im aktuellen Doppelhaushalt 2015-2016 jeweils 242 Millionen Euro eingestellt gehabt. Davon stammen jeweils 61,3 Millionen Euro vom Bund. Der Rest sind originär Landesmittel. Wir haben beschlossen, diese Mittel, das hatten wir nach Quirin so festgelegt im Nachtragshaushalt, dass im laufenden Haushalt ja schon 50 Millionen Euro von der Bayern-Labo dazukommen und dass im kommenden Jahr das auf 100 Millionen Euro erhöht wird. Damit sind wir im kommenden Jahr bei insgesamt 342 Millionen Euro Wohnungsbauförderung. Davon stammen wohlgemerkt 61 Millionen vom Bund, der Rest sind Landesgelder. Zur Verbesserung der Wohnraumversorgung von Flüchtlingen können die Bewilligungsstellen je nach den örtlichen Verhältnissen sozialverträgliche Vergabevorbehalte für anerkannte Flüchtlinge festsetzen. Das kann eine Stadt sagen, dass sie wenigstens 10% ihrer Sozialwohnungen an Flüchtlinge vergeben will. Wenn eine Stadt, wie das wohl in München angedacht wird, sagt, sie will 25% oder 30% dafür vergeben, ist das ihre eigene Entscheidung. Und das wollen wir auch den Kommunen vor Ort selbst überlassen. Von anerkannten Flüchtlingen genutzte Wohnungen werden in der Regel eher dichter belegt sein und daher zu stärkeren Förderanreizen mit höheren Aufwendungen führen. Wir haben da ja auch viele Familien dabei. Damit sich Investoren bereit finden, diese Vergabevorbehalte zu akzeptieren, erhalten sie Zuschüsse von bis zu 300 Euro pro Quadratmeter Wohnfläche bei einer Bindungsdauer von 7 Jahren. Eine solche Maßnahme ist zielgenau und zugleich integrationsfördernd, ist zeitnah und ohne hohen administrativen Aufwand umsetzbar. Ich appelliere ausdrücklich an alle Wohnungsbauinvestoren, von diesem Angebot ausgiebig Gebrauch zu machen. Der Staat und alle anderen Akteure auf dem Wohnungsmarkt haben eine gemeinsame Verantwortung für die Wohnraumversorgung. Wir müssen alle an einem Strang ziehen, damit auch die Menschen, die bei uns Schutz gesucht haben, angemessen wohnen können. Erfreulicherweise steigt insgesamt im Moment die Zahl der Baufreigaben gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres, denn im ersten Halbjahr 2015 mit 28.972 Wohnungen 2% mehr Wohnungsbaugenehmigungen erteilt worden.
Im Bereich der Mehrfamilienhäuser sind sogar die Steigerungsrate mit knapp 4% noch darüber. Jetzt geht es darum, dass von diesen Baugenehmigungen möglichst schnell Gebrauch gemacht wird und dies auch entsprechend umgesetzt ist. Das ist aber immer noch nicht genug. Wir brauchen eine noch stärkere Steigerung des Wohnungsbaus. Angesichts der großen Zahlen an Flüchtlingen müssen wir die begrenzten Finanzmittel möglichst effektiv einsetzen, um Wohnungsunternehmen und Gemeinden über bauliche Lösungen im Rahmen der Wohnraumförderung zu informieren. Da haben wir eine Broschüre mit kosten- und flächensparenden Projektbeispielen erarbeitet, die wir Ihnen heute vorstellen können. Die darin enthaltenen Beispiele sollten unbedingt Schule machen. Broschüre müsst ihr allen vorlegen, oder? Hat jeder sein bei den Unterlagen mit dabei. Ich habe in letzter Zeit auch Gespräche mit den Kirchen und der Bayerischen Versorgungskammer geführt. Die Kirchen haben eine große Bereitschaft gezeigt, sich beim Thema Flüchtlinge auch mit Grundstücken, mit leerstehenden Gebäuden und den kirchlichen Wohnungsunternehmen als Investoren einzubringen. Die Bayerische Versorgungskammer hat insgesamt, unabhängig von dem Flüchtlingsthema, ihre Absicht erklärt, große Kapitalsummen in den Wohnungsbau zu investieren, wenn das dafür notwendige Bauland zur Verfügung steht. Für die Versorgungskammer ist das einfach eine Frage der Kapitalanlage. Ich kann das nur begrüßen, wenn, wie das früher ja eher üblich war bei Versicherungen und Banken, ein größerer Teil des Kapitals auch in den Wohnungsbau investiert wird. Damit mehr Wohnungen gebaut werden, brauchen wir schlicht mehr Bauland. Dafür gibt es grundsätzlich die Möglichkeiten, mehr neu auszuweisen, vorhandenes Bauland zu aktivieren und auch das Thema der Nachverdichtung. Das sind Kernthemen natürlich der kommunalen Selbstverwaltung. Wir sind seitens der obersten Baubehörde da gerne als beratend, als Partner mit unterwegs. Und ich weiß, dass viele Kommunen mit jedem der drei Themen auch entsprechend ja schon befasst sind. Noch schneller gehen aber die Aktivierung vorhandenen Baulands und die Nachverdichtung als nur die Neuausweisung. Vorhandene Infrastrukturen können effizient genutzt werden. Es können zusätzliche Verkehrswege vermieden werden. Wir können auch an vielen Orten die Stadtzentren stärken. Um einen genauen Überblick über die zur Verfügung stehenden Flächenreserven zu erlangen, empfiehlt sich die Einführung eines kommunalen Flächenmanagements. Auch hier haben das Umwelt- und das Innenministerium gemeinsam eine kostenlose Flächenmanagement-Datenbank entwickelt, die den Kommunen zur Verfügung steht. Ich bitte auch nachdrücklich darum, dass sich alle in unserem Land bemühen, leerstehende Wohnungen für Flüchtlinge verfügbar zu machen. Wo nötig und möglich, kann die Sanierung und Inwertsetzung bestehender, auch leerstehender Mietwohngebäude im Rahmen der Wohnraumförderung über das Bayerische Modernisierungsprogramm gefördert werden. Maßnahmen, die den Umfang einer Modernisierung überschreiten, können unter bestimmten Voraussetzungen im Bayerischen Wohnungsbauprogramm gefördert werden, etwa wenn Gebäude zur Schaffung von Mietwohnraum geändert oder erweitert werden müssen. Der Freistaat wird die Gemeinden auch im Rahmen der Städtebauförderung intensiv dabei unterstützen, Leerstände in Ortszentren und auf Konversionsliegenschaften für die dauerhafte Versorgung mit Wohnraum auch für anerkannte Flüchtlinge herzurichten. Das ist zugleich eine Chance für die Entwicklung der Städte und Gemeinden, insbesondere in strukturschwachen ländlichen Regionen. Bei den Gemeinden sind wir dabei auf großes Interesse gestoßen. Meist sind es kleinere leerstehende Gebäude im Eigentum der Gemeinden, die mit Mitteln der Städtebauförderung für den dringend erforderlichen Wohnraumbedarf saniert werden können. Sie finden ein paar Beispiele in Ihren Unterlagen. Über diese Sofortmaßnahmen der Staatsregierung hinaus ist auch der Bund gefordert, denn die Bewältigung der Zuwanderung nach Deutschland ist eine nationale Herausforderung. Erfreulicherweise sieht es nun auch der Bund als seine gemeinsame Aufgabe mit den Ländern, den dafür erforderlichen Wohnraum bereitzustellen. Das haben ja die Bundeskanzlerin und die Regierungschefinnen und Regierungschefs der Länder in ihrem Beschluss vom 18. Juni ausdrücklich festgehalten. Diesen Worten, die nur allgemein formuliert waren, muss der Bund jetzt Taten folgen lassen. Wir haben in unserer Ministerratssitzung vom 20. Juli vom Bund gefordert, dass er sich an den Wohnraumprogrammen der Länder mit mindestens 2 Milliarden Euro jährlich beteiligt. Sie haben in Ihren Unterlagen auch eine Grafik mit der Entwicklung der Wohnungsbauförderung über Jahre hinweg, aus denen Sie auch sehen, wie wir das letzte Mal schon mal eine große Flüchtlingswelle in Deutschland hatten, damals der Wohnungsbau aussah, nämlich in den Jahren 1992 und 1993. Wir
Wir haben im Moment eine Situation, dass der Bund für die Wohnungsbauförderung den Ländern insgesamt 518 Millionen Euro im Jahr zur Verfügung stellt. Damals, 92, 93, hat der Bund schon 1,89 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt. Das ist, wie Sie der Grafik entnehmen, dann zurückgefahren worden. Entsprechend hat Bayern damals 256 Millionen Euro 92 und 93 vom Bund erhalten und hat damals noch einmal 350 Millionen Landesgelder draufgelegt. Im Moment sind wir dabei, dass der Bund jetzt uns 61 Millionen Euro gibt, auf die wir im nächsten Jahr immerhin schon wieder 280 Millionen unsererseits drauflegen. Es ist offenkundig, dass wir das nicht allein als Land schultern können und andere Länder noch viel weniger. Das heißt, wenn man sieht, dass der Bund viermal so viel vor über 20 Jahren an Wohnungsbau zur Verfügung gestellt hat angesichts der Flüchtlingswelle und wir davon ausgehen müssen, dass die Zahlen der Flüchtlinge in diesem Jahr wahrscheinlich schon den Rekordwert von damals überschreiten werden, ist es natürlich dringend geboten, dass der Bund hier auch tätig wird und seine Mittel deutlich erhöht. Ich betone noch einmal, es ist klar, diejenigen, die kein Asylrecht genießen, müssen unser Land wieder verlassen. Aber es ist auch völlig klar, dass wir einen erheblichen Anteil haben, die Asylrecht bekommen. Und die müssen vernünftigen Wohnraum erhalten und die müssen auch vernünftig hier entsprechend bei uns integriert werden. Insgesamt, um den Wohnungsbau zu verstärken, setzen wir uns auch weiterhin dafür ein, dass die steuerlichen Abschreibungsbedingungen für Investoren im Wohnungsbau verbessert werden. Hier unterstreiche ich nochmal unsere Ihnen ohnehin bekannten Beschlüsse. Die Wohnraumversorgung anerkannter Flüchtlinge ist ein akutes Problem, das uns sicherlich in den nächsten Monaten und in den nächsten Jahren noch intensiv beschäftigen wird. Wir werden das nur gemeinsam entsprechend lösen können und ich bin sehr dankbar, dass wir hier in diesen Fragen mit unseren Kommunen in Bayern, die heute durch die drei kommunalen Spitzenverbände repräsentiert sind, wirklich gemeinsam auch sehr gut angehen. Wir wollen die Kommunen auch unsererseits weiterhin optimal unterstützen, aber wir brauchen dazu jetzt auch immer mehr Geld vom Bund. Soweit von meiner Seite. Herr Dr. Mali. Ja, ein herzliches Grüß Gott auch von mir. Machen Sie sich bitte gar nicht erst die Mühe, inhaltliche Widersprüche herausfinden zu wollen, weil wir sind uns bei diesem Thema tatsächlich völlig einig. Ich mache drei Vorbemerkungen und versuche dann die kommunale Sicht aus der Sicht des Städtetags darzustellen. Erste Vorbemerkung. Wir reden jetzt nicht über die Erstaufnahme. Ich will es noch einmal unterstreichen, damit auch jeder das einatmen kann, weil wir in Deutschland ja sehr viel über die Erstaufnahme von Flüchtlingen uns zwangsweise in den letzten Monaten unterhalten haben. Es geht um anerkannte und geduldete Asylbewerber, die für lange Zeit bei uns bleiben und dann ganz normal der Ingenieur aus Damaskus, der seine Anerkennung hat, ist Nürnberger mit Geburtsort Damaskus, wenn er bei mir wohnt. Und dann braucht er auch, wenn er Nürnberger ist, eine Wohnung in Nürnberg. Über die reden wir. Zweitens, wir wollen keine Sonderimmobilien bauen für Flüchtlinge. Und drittens, keine Sondertöpfe, aus denen Immobilien für Flüchtlinge gebaut werden. Weil der Wohnungsbereich vermutlich der Bereich ist, wo sozialer Sprengstoff am ehesten selbstentzündlich ist. Ist, glaube ich, unsere Aufgabe insgesamt, diese Selbstentzündlichkeit dadurch versuchen wegzukriegen, dass wir einfach die Wohnungsmärkte entspannen, dort wo sie angespannt sind in Bayern. Das ist nicht überall, aber in Bayern relativ weit verbreitet und diese Entspannung kommt dann allen zugute. Die andere Alternative wäre, wir würden zwischen der alleinerziehenden Mutter, der Niedrigverdienerfamilie und eben dem syrischen Asylbewerber eine Konkurrenz herstellen, die wir an dieser Stelle nicht herstellen, sondern im Gegenteil abmildern wollen. Es ist wichtig, dass der Bund sich mehr engagiert. Schon genannt, knappe halbe Milliarde gibt der Bund heute. Wir geben insgesamt in Deutschland mit dem Geld der Bundesländer zusammen 1,5 Milliarden für den geförderten Wohnungsbau aus. Wir geben aber 15,5 Milliarden für Wohngeld und Kosten der Unterkunft aus. Das ist ein Missverhältnis zwischen aktiven und passiven Leistungen, das eigentlich so nicht in Ordnung ist, denn weder Wohngeld noch Kosten der Unterkunft schafft eine neue Wohnung, sondern subventioniert nur
vorhandene Wohnverhältnisse runter. Wir müssen sehr viel stärker in den Wohnungsneubau gehen. Wenn der Bund 2 Milliarden gäbe, hätten wir eine Verdopplung der Mittel insgesamt. Das wäre sicherlich dann auch auf den Märkten spürbar. Es ist vergleichsweise einfach. Wenn man heute Wohnung baut, gibt es 3 Kostenblöcke. Die Grundstückskosten, die Baukosten und die Finanzierungskosten. Der klassische soziale Wohnungsbau packt an den Finanzierungskosten an über Zinsverbilligungen. Das ist heute in der Zinslandschaft nicht mehr ganz so attraktiv, wie es früher gewesen ist. Wir sind uns deshalb einig, dass man auch über andere Alternativen des geförderten Wohnungsbaus nachdenken muss, wo vielleicht der Effekt auf die Wohnungsmiete, die sich hinterher dann berechnet, stärker durchschlägt, möglicherweise bis hin auch zu echten verlorenen Zuschüssen. Wir wollen aber auch nicht nur fordern, es ist klar, dass das Bereitstellen von Flächen, der Minister hat es eben sanft erwähnt, dass das Bereitstellen von Flächen natürlich unser Job ist und es ist die Grundvoraussetzung dafür, Fördermittel überhaupt auf die Straße zu bringen, dass man die geeigneten Flächen hat. Das heißt, Mobilisieren der Flächen, die baurechtlich verfügbar sind und verfügbar Machung derjenigen Wohnbauflächen, die in den Flächennutzungsplänen als Reserve liegen. Ich sage es am Beispiel Nürnbergs, der Trend stimmt für ganz Bayern. Wir hatten vor einigen Jahren in unserer Stadt knapp 1300 Baugenehmigungen im Jahr, viel zu wenig. Wir haben in den letzten Jahren die Zahl der Baugenehmigungen auf 2000 steigern können. Wir brauchen aber, um die Märkte einigermaßen im Gleichgewicht zu halten, sicherlich 2400 bis 2500 Baugenehmigungen jährlich wiederkehren für längere Zeit, damit der Zubau, der dadurch dann entstehen kann, am Ende auch Wirkung zeigt. Die Fläche ist eine physische Größe, sie muss verfügbar sein. Die Fläche ist aber natürlich auch eine fiskalische Größe. Das heißt, Flächen in Großstädten sind knapp und damit teuer. Da ist in Nürnberg unter 600, 700 Euro, in München im Zwei- und Dreifachen davon nichts mehr zu kriegen. Und wenn ich eine Fläche heute baureif mache, dann wird sie durchs Baureifmachen noch mal teurer. Es muss der ökologische Ausgleich bezahlt werden, die Erschließung, wenn man mit dem Instrument des städtebaulichen Vertrags arbeitet, dann müssen diejenigen, die die Flächen nutzen, auch die soziale Infrastruktur mitfinanzieren. Da kann es dann schon mal sein, dass aus 600, 700 Euro pro Quadratmeter ganz schnell über 1000 werden, was dann natürlich als Eingangsdatum für die Berechnung der Miete ein tatsächliches Problem ist. Das heißt, wir sind nicht nur planerisch gefordert, sondern wir müssen uns auch überlegen, ob wir als Städte, um den Wohnungsbau zu mobilisieren, ein Stück weit darauf verzichten, jeden Quadratmeter meistbietend auszuschreiben, sondern wenn wir sagen, es wird dort 80, 90 oder gar 100% geförderter Wohnungsbau betrieben auf dieser Fläche, auch von unserer Seite ein Stück weit daran zu arbeiten, die Baukosten niedrig zu halten. Wie sieht es im Idealfall aus? Im Idealfall haben Sie eine relativ große Fläche, die baureif ist. Die Stadt gibt sie zu einem angemessenen Preis, der auch unter dem Marktpreis liegen darf, auf dem Markt. Das Land Bayern fördert einmal den Wohnungsbau, den geförderten Wohnungsbau und im Idealfall dazu auch noch mit Städtebauförderung das städtebauliche Umfeld, damit die Grünanlagen, die Kindertagesstätten, das städtebauliche Umfeld auch da ist, wenn die Menschen da sind und nicht hinterherkommt. Förderpooling nennen das die Experten, dass also jeder im Rahmen seiner Möglichkeiten das gibt, was er geben kann. Dann erzielen wir in solchen Wohnanlagen auch heute noch akzeptable Preise, die ja nur knapp über der Durchschnittsmiete des Mietspiegels liegen. Warum über der Durchschnittsmiete? Weil im Mietspiegel natürlich sehr viele Altbauwohnungen mit drin sind, aus der Zwischenkriegszeit und aus der unmittelbaren Nachkriegszeit, die den Mietspiegel auch unten halten. Auch das ist ein Punkt, über den wir nachdenken müssen. Wie halten wir die Mieten dort, wo Sozialbindungen auslaufen, niedrig, damit die nicht von unten preistreibend auf die Mietspiegel wirken? Insgesamt haben wir tatsächlich Grund, Dank zu sagen. Das sieht man da an den blauen Balken auf dem Chart. Da hat sich ja in der Föderalismuskommission dazu entschieden, den Anteil des Bundes bei dem Wohnungsbau zurückzufahren. Und die Länder haben gesagt, sie halten ihren aufrecht. Der Freistaat Bayern hat das Versprechen gehalten. Nicht alle Bundesländer haben das Versprechen gehalten. Und wir haben mit der obersten Baubehörde auch einen Partner, der immer mal wieder auch mit neuen Ideen offen ist für experimentellen Wohnungsbau, offen ist für neue Wege zum Wohnungsbau zu kommen. Aber Fazit, die Städte müssen liefern. Wir müssen liefern, was die Flächen, die Verfügbarmachung von Flächen und die Flächenpreise zum Teil angeht. Aber es geht nicht ohne mehr Geld und deshalb ist es sicher richtig und wichtig, dass der Freistaat sein eigenes Geld plus die Darlehen der Labor aufgestockt hat und dass wir alle gemeinsam zum Bund sagen,
Mit den 518 Millionen wirst du dem Problem nicht gerecht. Die Zunahme an Wohnungsbedarf ist auch durch Flüchtlinge verursacht. Und beim Flüchtlingsgipfel bei der Kanzlerin Mitte Juni hat man festgelegt, dass das Lösen der Flüchtlingsprobleme in Deutschland eine gemeinschaftliche föderale Aufgabe ist. Das heißt, der Bund muss hier auch mehr tun. Wohnen ist ein Feld, in dem wir arbeiten müssen. Wir brauchen noch die Kindertagesstätten, die Schulen, die Sprachkurse, die Integrationskurse und den Arbeitsplatz. Das sind die sechs Felder der Integration. Und wenn das alles ordentlich beackert ist, dann wird es auch gelingen. Da bin ich optimistisch. Die größte Knappheit in Bayern ist aber beim Thema Wohnen und darum stehen wir heute alle hier. Vielen Dank, Herr Dr. Mali. Herr Dr. Brandl, ich darf Sie jetzt dazu bitten. Ein herzliches Grüß Gott auch von meiner Seite. Es geht natürlich nicht nur um die Unterbringung des Ingenieurs aus Damaskus, sondern es geht in der Tat um die Unterbringung von Personen, die einer sozialen Schicht angehören, die nicht in der Lage ist, den Wohnraum, der sehr knapp ist in der Bundesrepublik in Bayern, auch angemessen zu alimentieren und zu finanzieren. Deshalb bin ich dankbar für diese Initiative, die auch ganz bewusst darauf abhebt, nicht nur anerkannte Asylbewerber unterzubringen, sondern die darauf abhebt, in einem sehr breiten Umgriff Wohnraum zu schaffen, der letztendlich für Personen zur Verfügung steht, die aus eigener Kraft nicht in der Lage sind, die ansonsten marktüblichen Mietzinsen zu bezahlen. Kollege Mali hat es vorher betont, ebenso wie unser Innenminister, dass das Verfügbarmachen von Bauland die herausragende Aufgabe für die kommunale Ebene sein wird. Das wird zugegebenermaßen in den Ballungsräumen schwierig sein. Es ist aber auch so, dass in den Flächengemeinden eine sehr gebremste Bereitschaft der Grundstückseigentümer besteht, Grundvermögen abzugeben. Das hängt mit der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage zusammen, hängt aber auch damit zusammen, dass Bayern nach wie vor ein sehr stark agrarisch strukturiertes Bundesland ist und natürlich kaum jemand bereit ist, sein Produktionskapital zur Verfügung zu stellen. Es ist deshalb auch richtig, dass man an unterschiedlichsten Stellen anknüpft und nicht nur den sozialen Wohnungsbau in der klassischen Form versucht zu schützen, sondern auch unterschiedliche Werkzeuge anbietet, zum Beispiel eben die Überlegung, steuerliche Anreize zu schaffen oder eine Direktsubvention zur Verfügung zu stellen für die Schaffung von gebundenem Wohnraum. Ich denke, wir haben jetzt einen sehr guten Start hingelegt und jetzt wird die Zeit zeigen, ob diese Mittel, die wir heute vorgestellt haben in dieser Pressekonferenz, ausreichend sein werden, um die Märkte zu beleben. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir da noch ein gerütteltes Maß an Aufgabenstellungen vor uns haben werden, aber dass das eine gute Basis sein wird, um den sich drastisch verschlechternden Wohnraummarkt etwas auf die Füße zu helfen und für schnelle Abhilfe zu sorgen. Es ist mittlerweile ein logistisch numerisches Problem geworden, Menschen unterzubringen und in Anbetracht der ständig wachsenden Zahlen an Flüchtlingen, die zu uns nach Bayern und in die Bundesrepublik kommen, ist das sicher auch ein Feld, mit dem wir uns sehr intensiv auseinanderzusetzen haben, um sozialen Sprengstoff für die Zukunft zu vermeiden. Herzlichen Dank für die Initiative und ich hoffe, dass die Bundesregierung ihrer Verantwortung nachkommt und sich auch angemessen finanziell beteiligen wird. Vielen Dank, Herr Dr. Brandl. Herr Landrat Hammersen, bitteschön. Ja, der Landkreistag hat heute eine sehr angenehme Aufgabe. Zum einen kann er seinen Vorrednern in nahezu allem zustimmen, was gesagt worden ist. Zum anderen hat er weder die Rolle derer, die nachher zahlen müssen, noch derer, die Bauland ausweisen müssen, weil das der Landkreis nicht kann, wie Sie wahrscheinlich wissen. Trotzdem sind wir sehr dankbar für diese Initiative, weil wir vielfältigerweise natürlich mit dem Thema zu tun haben. Nicht nur, dass bei uns die Ausländerämter angesiedelt sind, auch die Ämter für sozialen Wohnungsbau und viele Dinge mehr. Es ist sehr Wichtiges gesagt worden, was ich nicht wiederholen möchte. Vielleicht lassen Sie mich einen kleinen Aspekt noch hinzufügen, der noch nicht erwähnt worden ist. Es wird ja sehr stark darüber gesprochen und auch zum Teil sehr polarisierend über die Frage, was mit den Menschen so geschehen hat, die unser Land nicht dauerhaft hierbleiben können. Das Verhältnis ist ja etwa 2/3 zu 1/3. Bei dem einen Drittel, das gering erscheint, weil es eben nur ein Teil von dreien ist, ist aber dazu zu bedenken, dass erstens die absolute Zahl schon hinreichend groß ist, was es für uns eine echte Aufgabe darstellt. Aber was noch nicht erwähnt worden ist, diese Menschen werden ja das Recht haben, mittelfristig ihre Familien nachzuholen. Das heißt, das Problem wird sich zahlenmäßig noch verschärfen und ist insofern für uns natürlich ein besonderer Handlungsbedarf, diese Menschen dann entsprechend auch zu unterstützen, Wohnraum zu finden. Von daher gesehen bin ich außerordentlich dankbar, dass diese Initiative so erfolgt. Meine Bitte wäre, dass wir, weil es ganz wichtig ist, was schon erwähnt wurde, dass wir nämlich die
Spannungen vermeiden, die dadurch entstehen könnten, dass Menschen, die selber in Schwierigkeiten stecken, finanziell oder wirtschaftlich, dass sie sagen, die bekommen wir wieder nicht. Wir haben ohnehin Wartezeiten, in meinem Landkreis zum Beispiel von 2 Jahren auf eine Sozialwohnung. Warum geht es da jetzt so schnell? Also diese Dinge müssen wir vermeiden. Ich glaube, am besten vermeiden es in der Tat die Kommunen und die Kommunalpolitik vor Ort, weil die das beste Gespür dafür haben, was man wo, wie machen kann und wie die Akzeptanz entsprechend groß ist. Deswegen wäre meine Bitte, bei den Regelungen, die ja zwangsläufig sich an so ein finanzielles Engagement anschließen, möglichst, ich will nicht sagen freihand, aber einen großen Spielraum den Kommunen zu belassen, damit wir das vor Ort, die Städte und Gemeinden, so ausfüllen können. Herzlichen Dank für das Augenmerk auf dieses Problem und Ihnen Dankeschön für die Aufmerksamkeit.